Herzlich willkommen zu meiner Folge hier auf der Touringkarte. Dann habe ich wieder einen alten Modus genommen für Aufnehmen. Hoffe, dass es nicht besser wird. Ändert am Ton aber nichts. Das möchte jetzt so bleiben. Müsste eigentlich passen normalerweise. Aber halt der Aufnahmemodus hat glaube ich nicht funktioniert. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich eine Unterbrechung hatte. Keine Ahnung warum. Und die Datenmenge war auch extrem. Wir machen es weiter mit der BGH voll machen. Das heißt, den einen Hänger machen wir voll und den anderen kippen wir ein und wechseln wir ab. Das ist jetzt mal ganz kurzzeitig so. Dann nebenbei schauen wir, ob alle Kühe alles haben, ne? Ob die mal Hunger haben, ne? Ansonsten müssten wir warten, bis jetzt die Soja reif wird. Dann können wir die auch noch ernten. Oder müssen wir ernten. Nebenbei wird noch, ja, ist fertig. Das ist die Wiese auch fertig, das ist gut. Hoffe jedenfalls. Ich glaube, der Rand wurde nicht gemacht, da muss man ganz kurz schauen. Ja, und ansonsten, ne, sehen wir weiter. Das ruckelt aber jetzt im Spiel, ne? Also das ist anfangs, denke ich mal normal, nachdem wir neu gestartet haben. Zum ersten Mal. So, das sind unsere Einnahmen für heute Nacht. Was aber noch sehr lange hin ist. So, kippen wir ab. Und dann schauen wir ganz kurz nach bei unserem Cosplay-Fahrer. Der ist fertig, glaube ich. Aber wie gesagt, nur in der Feldrein. Das heißt für mich, wir lassen den noch mal fahren, und zwar am Rand. Das heißt, wir fahren mal vorne an und lassen den noch mal zwei Runden fahren. Also man kann ja deutlich sehen, dass am Rand nicht gedüngt wurde, sondern nur in der Mitte. Wahrscheinlich hat er sich gleich den ersten Kurs da genommen und dadurch angefangen. Keine Ahnung warum. Schon so lange her. Hier sind schlecht ausgesät worden, naja gut. Das ist ja jetzt hier nur für ein Jahr und dann geht hier wieder was anderes rein. Und das größte Feld können wir nicht mit Gras auf Dauer lassen, ne? Das ist nur wegen der Fruchtfolge, dass wir da ein bisschen weil ich auch ein bisschen mit Silage auch Geld verdienen muss. Also das ist ja leider so. Ersten Wegpunkt. Da lasse ich mal zwei Runden fahren, ne? Dürfte normalerweise hinkommen. Ja. Ein bisschen zurückfahren. Dass er nicht anfängt zu drehen. Wie man sieht, wenn es dunkel wird, dann ist gedüngt. Und das, was hell ist, ist nicht gedüngt. So. Müsste gleich funktionieren. Guck mal meinen Ton, meinen Mund. Jo, das müsste jetzt klappen. Fast, denke ich mal. Obwohl ich jetzt glaube, das war vorher auch nicht anders. Gut, dann gehen wir hin zu. Passt. Leer. Was machen die Kühe? Ne? Schweine haben ja nicht. Nur ein bisschen aufpassen, dass man hier nicht so sehr das vernachlässigt. Futter ist gut, Wasser ist kein Thema, also auch gut. Und Futter ist allgemein gut, Wasser, na gut, wird noch reichen. Und zur Not haben wir eine Pumpe. Schlimm wird nur, wenn das Wasser die Pumpe nicht geben würde, dann wäre es ganz schlimm. Gut, komplett ohne Futter wäre auch nicht gut. Die Kühe brauchen relativ viel, konstant Futter. Die würden zwar nicht sofort verhungern, aber das muss ja nicht sein, ne? So, ich hoffe, dass alles passt. Musik und Maschinensound. Eine schwierige Geburt. Sag ich euch.
Dann muss der auch voll sein. Das wäre gut. Das einzige Blöde, noch abhängen müssen, ne? Wäre ideal, wenn wir einen zweiten LKW hätten. Haben wir sogar. Wo ist denn der zweite überhaupt? Wo ist der zweite LKW? Da nicht. Da. Dann nehmen wir einen zweiten LKW und ein gutes. Gucken wir ganz kurz rein, was hier alles da ist. Silage, Stroh ist voll, Heu ist so gut wie voll. Und Silage. Da holen wir ja noch einen Hänger, haben wir auch voll. Oder fast voll. Dann dürfte Futter bei uns kein Problem mehr sein. Dann können wir den Anhänger erstmal unterstellen. Hoffen wir, dass wir hier reinkommen. Nö, da ist Platz belegt. Dann parken wir ihn da oben ein. Den Anhänger, ne? Dann müssen wir nicht dauernd abhängen, ne? Tun wir uns leichter. Fahren mit 80 und hoch, ne? Hier wird da wohl keiner jetzt rumlaufen, ne? Wer von Angestellten. Ja, ist voll, das passt. Ja, ich habe so viel vor zu spielen, leider ist die Zeit immer das größte Problem dabei, ne? Ja, wenn ich jetzt so LKW denke, Eurotrucks und alles zum Beispiel, komme ich nicht zu. Weil irgendwo habe ich das nicht. Aber ist leider so, ne? Nur ein Beispiel jetzt gewesen, ne? Also oder Diablo zum Beispiel. Das ist auch so ein Spiel, was ich ganz gerne spiele. Gut für ein Let's Play ist das hier ein bisschen ungünstig. Also für Diablo wird nicht so passen. Da ist eher Livestream besser. Aber ist ja ein alter Schinken, ne? Das kommt dann auch noch hinzu. So, jetzt haben wir jetzt nächste voll. Dann muss ich warten, bis er abgekippt hat, ne? Sonst ist ja Quatsch. Brauche gar nicht, wenn wir wechseln, ne? Aber ich denke mal, so kriegen wir das schneller hin, dass wir entsprechend hier leer gemacht bekommen, unser BGA. Ups. Also abkippen geht ja nicht schnell. Die BGA ist ja voll, ne? Juhu. 23.000. Weiß nicht genau, was hier reingeht. 100.000 und 80.000. Hm. 80.000, so wenig. Das ist ja schlecht. Das ist so schnell. Ich will auch nichts anderes machen jetzt hier. Guck mal, eine Bilanz. Was hat die BGH letztes Mal eingebracht? Das ist jetzt hier Händlerpreise. So. Na, Geld haben wir fast nichts mehr, ne? Aber gut. BGH eingenommen letztes Mal 40.000. Ja. Was sagt die Preise für die BGH?
270. Das ist, auch, ja. Ist das weniger geworden oder was? Das sieht ja richtig wenig aus. Das ist nicht gut. Deswegen ist es so wenig. Na, dann lohnt sich ja fast gar nicht mehr, ne? Ist dann die Stromförderung ausgelaufen. Das ist ja schlecht. Das wollen wir BGH aufbauen, ne? Hinstellen, eine eigene. Hab glaube ich gar keine da. Ob das auch schwankt im Winter, dann lasse ich das andere sieht nur noch zu. Gut, ein bisschen leer. 270, das ist nicht viel. Das ist ja nichts. Weniger wie nichts. Ich dachte, ein bisschen mehr. War 100 mal gewesen. War sie mal 100 gewesen? Oder war das vor Season? Oder hat es auch bei Season entsprechende Preise? Da muss ich mal gucken. Kühe. 0,6. So. Da muss ich gucken. Heu. Ballen. Stroh. Ja, das sind Tiere. Ja. So, Weizen, Eier, Wolle, Milch. Hackstätzel, Silage. Silage ist eigentlich jetzt noch leicht im Steigen. Das ist ganz wenig. 3, 4. Oh, naja, was soll's. Gut, hat sich die Arbeit dafür nicht gelohnt, Anführungszeichen. Dann macht es sich leichter, wir machen Körnermais, ne? Gibt's glaube ich mehr für Körnermais. Gut, wenn wir uns darum kümmern, naja. Er macht ja noch voll. Ah, das Silo wollen wir jetzt entsprechend auch verarbeiten, ne? Das ist ja auch nichts. Ist ja nur offen, ne? Denn man kann schauen, was es für Körnermais gibt, ne? Gibt eigentlich mehr. Wo man die Mengen nicht vergleichen kann, ne? Gut, dann mal gucken mal hier, was wir jetzt hier machen können. Vorbereiten. Das ist die Gerste. Die werden wir jetzt. Wir haben noch Stroh, oder? Das Stroh lohnt sich auch nicht. Höchstens Ballen verkaufen. Na, Ballen haben wir auch nicht da. Den machen wir leer. Und dann bereiten wir uns vor für die Soja. Sollen wir tun, ne? Aussaat Raps könnten wir auch anfangen, ja. Hat da vorne kein Gewicht? Ja. Ich glaube, der Hänger ist zu groß für den kleinen Traktor. Eine Kurve nehmen hier. Ein bisschen gefährlich.
So geht's. So, läuft. Aufnahme läuft. Aufnahme läuft. So. Dann können wir den nämlich nutzen für... Beziehungsweise können den dann da lassen, weil... Denn für so wie genügt eigentlich normalerweise ein LKW oder ein Traktor mit Anhänger. Aber Stroh haben wir auch genug, da brauchen wir nicht fahren, das ist Blödsinn. Wir brauchen ja nur für Mischfutter. Die aktuellen Kühe, da wird sogar Stroh nicht angenommen. Beziehungsweise kein Mist ausgegeben. Von daher ist das jetzt immer müsste mal repariert werden alles, ja. Der blaue Anhänger nehmen zum Beispiel. Dann sollte es eigentlich für Soja genügen. Junge, fahr hier nicht runter, das ist tief. Das sieht tief aus. Kippen wir ab und dann machen wir ganz kurz leer und packen wir in die Halle rein. Dann können wir die anderen beiden Hänger in den blauen und dann fahren wir dann entsprechend dann Richtung Feld zurück. So, so liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann sage ich immer Tschüss und Ciao, Ciao. Dann sehen wir uns vielleicht zur nächsten Folge wieder. Tschüss.